Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, wunderbaren Folge und auch einem neuen Projekt. Und zwar Tropico 5. Vor kurzem haben wir Tropico 4 angefangen, jetzt machen wir Tropico 5. Einfach nur, weil es gerade neu erschienen ist und ich euch das gerne präsentieren würde und einfach die Grafik um einiges geiler ist als bei Teil 4. Ja, deswegen spielen wir jetzt Tropico 5. Ihr seht hier so im Hintergrund läuft schon so einiges ab. Ich habe mich noch fast so gut wie gar nicht mit diesem Spiel beschäftigt, aber das hält uns nicht davon ab, einfach mal eine gepflegte Runde hier zu zocken. Ich werde die Aufnahmesessions, die ich mache, immer relativ kurz halten, das heißt, ihr werdet sehr viel Anmoderation und Abmoderation erleben und ja, ich denke, das ist einfach viel besser für dieses Projekt geeignet, mal ab und zu einfach so eine Folge aufzunehmen und nicht immer so lange Aufnahmesessions zu machen. Ja, dadurch bin ich ein bisschen aktueller und kann auch mehr auf euch eingehen, das heißt, wenn ihr was runterschreibt, dann kann das schon ein bis zwei Parts später kann ich das schon verwirklicht haben oder so. Ne? Also von daher bin ich da immer sehr aktuell. Ja, Tropico 5 kommt aus dem Hause Calypso und wir schlüpfen gleich in die Haut von El-Presidente, aber ich denke, der wird uns auch noch was erzählen dazu. Wir machen ein neues Spiel, wir spielen kein Tutorial, wir spielen natürlich eine Kampagne. Natürlich. So. Die Welt verändern. Ist die Mission, die wir auswählen können. Ja, Rosamundi ist das, was ich schon mal angefangen hatte. Das lassen wir mal lieber. Wir machen eine neue Familie Dystanie. Dystanie. Ja, Dynastie natürlich. So, wir nennen das ganze Ding, also wie unser, ist quasi unser Familienname. Wir nennen es einfach die Moons. Die Moons, das ist perfekt, oder? Bestätigen. So. Moons als Familiennamen. Das klingt doch irgendwie außerirdisch. Episch. Ja. Wieder mal coole Musik. Ich habe es ein bisschen leiser gedreht bei der ersten Aufnahme, die mir kaputt gegangen ist, war die Musik sehr laut. Ich hoffe, dass mit der Lautstärke passt jetzt ungefähr. So, wir können uns wieder so ein Männchen hier auswählen. Da gibt es so einige verrückte Sachen, Frau und Mann halt, ne? Wir nehmen natürlich ein Männchen. Und da können wir den irgendwas auswählen. Was überhaupt nichts verändert. Ich glaube, das ist der Name. Wir können keinen anderen Namen nehmen, als die hier drin stehen, glaube ich. Irgendwie so war das. Ja. Jesus, da war Jesus. Da war Jesus, habt ihr gerade gesehen? Oh ja, Jesus, gut. Jesus Moons, das ist gut. Fertigkeit, Anführer, ja. Komm, da weiß ich eh nicht, was ich genau nehmen soll. Den machen wir auf Anführer. Wandelt bei Wahlbetrug, zwei Stimmen, das machen wir nicht. Sowas interessiert mich nicht. Berühmtheit, Geizhals. Alle Bauumweisen sind 4% günstiger, genau sowas machen wir. Herkunft, das ändert quasi unsere Gesichtsfarbe so ein bisschen und das Outfit so ein bisschen. Kaukasisch. So. Und das Gesicht, da gibt es auch wahrscheinlich jede Menge Auswahl. Naja. Nicht wirklich. Nehmen wir einfach mal hier Gesicht 1. Okay. Ah, Kostüm. Kalter Krieg. Oh ja, hier, Diktator. Natürlich, komm. Ein Astronaut. Halbstark. Wir nehmen natürlich Diktator. Das passt am besten zu uns. Hauptfarbe. Warmes Schwarz. Dunkelviolett. Oh ja. Oh ja, bitte. Hellviolett. Scheiße. Hellrosa. Dunkelrosa. Champagner, Kokosnussweiß, Nachtschwarz, wir nehmen Nachtschwarz, Nebenfarbe Champagner, nee, wir nehmen Kokosnussweiß natürlich, Igitt. Weinrot, oh, das sieht doch edel aus, dunkelbraun, hellbraun, Tropenorange, mhm. Hier gibt es nicht mehr, doch, oh, Grasgrün, dunkles Ozeanblau, helles Ozeanblau, dunkles Himmelblau, kaltes Schwarz, das nehmen wir. Frisur, Pulp Fiction, nee. Machen wir hier. Ja, der sieht ja fresh aus hier. Fresh, ne? Der war das der oder was der? Ne. Jetzt haben wir der Bart. Wir nehmen hier. Hier, was ein bisschen struppeliger ist oder sowas, wäre ganz cool. Da war ein bisschen was mit langen Haaren, warte mal. Lange Haare sind auch immer gut. Wir nehmen hier so ein bisschen längere Haare, fertig. Ja, da guckst du was. Ist schön, ne? Fuchsrot, die Haarfarbe. Ne, dann nehmen wir mal ein bisschen. Punker. Schwarz, weiß, blond. Komm, wir nehmen blond. Ich bin in Wirklichkeit auch blond, dann passt es ja. Hut. Keine. Oh, doch, wir finden bestimmt noch eine coole Mütze irgendwie. Ja, hier so ein Cowboy-Hut. Der ist ideal. So, und als Accessoire nehmen wir die coole Sonnenbrille. Oh, die ist ja schon geil. Die nehmen wir direkt als erstes. Komm, zeig die nochmal eben schnell. Mach nochmal Kopf hoch, Junge. Oh ja, bestens. Okay, komm, so lassen wir den. Und dann können wir jetzt auch schon anfangen, nachdem wir jetzt hier 6 Minuten rumgemacht haben. Und ich bin da mal ruhig und lass mal. Es gibt Menschen, deren Namen und Familiendynastien
ganze Jahrhunderte überdauern. Ich bin einer von ihnen. Neue Welt, neue Möglichkeiten, keine Grenzen. Meine Insel kann alles werden, was ich will. Sie könnte ein Bauernparadies sein, mit Feldern bis zum Horizont und prall gefüllten Marktplätzen. Oder sie könnte eine Wiege der Industrie sein, mit Schornsteinen bis in den Himmel und Häfen, an denen Schiffe exotische Waren verladen. Oder sie könnte der Himmel auf Erden sein. Ein Magnet für Reisende aus aller Welt, die hier Spaß und Zerstreuung finden. Sir, wir liegen an, Sir. Doch im Moment ist sie nur ein bettelarmes Stück Land inmitten des Meeres. Zeit, an die Arbeit zu gehen. Ja, auf jeden Fall. Lass uns mal hier ein bisschen was machen. So, die Welt verändern. Wirtschaft, Mittel. Politikmittel, Naturkatastrophe gelegentlich. Also Naturkatastrophe gelegentlich. So. Spielen Sie auf Cay de Fortuna. Das ist diese Insel mit so ein bisschen Wasser in der Mitte und da vorne ist die Stadt. Na, komm her. Hier vorne so die Stadt, da so ein bisschen Wasser um so einen heiligen Berg. Oder spielen Sie auf Bau, Bau. Das sieht mir nicht grün genug aus. Ich mag es gerne grün. Wir spielen auf Blablub der Fortuna oder so. Und dann gucken wir uns den Ladebildschirm an. Der ist nämlich toll. Ah, ja. Die Karibik. Ja, die Karibik. Ein ja. Blühendes und wildes Land. Oh ja. Meine neue Heimat. Schön und voller Verheißungen. Ein neuer Start. Weit weg von der Politik der alten Welt. Eine Chance, ganz von vorne anzufangen und die Dinge so zu tun, wie ich es will. Ich habe das schlechte Wetter und die eingefahrenen Wege meiner alten Heimat satt. Ich brauche einen Klimawechsel. Ich wurde zum Gouverneur dieser Insel ernannt. Nicht, dass sich jemand um den Posten gerissen hätte. Meine einzigartige Vorgehensweise wird diese Kolonie zum reichsten Ort der Karibik machen. Wie schwer kann das schon sein? Alles, was man braucht, sind ein paar Bretter, ein paar Nägel und einen treuen Ratgeber, den man anschreien kann. Eine neue Ära. Ja, ich denke, es ist auch willkommen einfach in der Karibik, Gouverneur. Erlauben Sie mir, mich vorzustellen? Ich bin Lord Oaksworth, Botschafter seiner Majestät in diesem Teil der Erde. Seine Majestät hat Ihnen ein mehrjähriges Mandat übertragen, in seinem Namen diese Kolonie zu regieren. Erfüllen Sie die Aufgaben seiner Majestät, dann stelle ich sicher, dass Sie als Gouverneur etliche Mandatsverlängerungen erhalten werden. Okay. Also auf den müssen wir ein bisschen aufachten. Der wartet auf uns, wir achten auf ihn. So machen wir das. Wir gucken uns ein bisschen die Bäume an, die sehen auf jeden Fall schon besser aus als beim letzten Teil, auf jeden Fall. Die Steuerung ist ungefähr noch dieselbe geblieben, das ist schon mal ganz gut. So drehe ich ein bisschen und so kann ich ein bisschen rein, so ein bisschen schräger. So. Dann gucken wir uns mal hier das Grüße, mein Lieber. Ich habe heute einen guten Handel für Sie. Als Vertreter der Krone kann ich Ihnen Ihre eigene Handelslizenz anbieten. Oho, ja, das können wir doch machen. Belohnung, Handel freischalten, ein kostenloses Handelsschiff. Oh, ja, was muss ich dafür machen? Platin-Paket kaufen, zusätzliche Handelsangebote, Silberpaket kaufen, 2000 Handelslizenz von dem Holländer kaufen. Schließen. Ja, 10% minus Krone. Ja, komm, wir machen hier das Teuerste, was soll's. Seine Majestät braucht Geld, um einen neuen Unterwasserpalast zu errichten. Ja, ist klar. Er will, dass Sie Geld anpflanzen. Ich meine, ja, würde ich machen. Eine dieser Getreidesorten, an der man gut verdienen kann. Aufgabe, bauen Sie eine Plantage Zuckerrohr. Belohnung, Ihr Mandat wird um 6 Monate verlängert. Na klar, das machen wir doch glatt. So, wo finden wir das denn hier? Ist ein bisschen anders als Menü, nicht viel, aber ein bisschen, denke ich mal. Hallo? Gibt's das hier nicht? Infrastruktur. Kraftwerk, Baubüro. Hallo, hä? Kann ich hier irgendwie umblättern oder sowas? Weil hier finde ich das ja bestimmt nicht. Hier gibt es ja nichts mit Nahrung. Seht ihr was mit Nahrung? Ich gerade nicht. Gucken wir hier durch. Hafenanlage? Nein. Ach, hier unten kann man. Aha, hier unten. Haha. Rohstoffe, Farm. So, stellen wir das mal auf. Nee.
Objekte darunter blockieren den Bau, was denn? Klicken Sie zum... Achso, okay, ja. Kann ich nicht jetzt schon auswählen, wo hier am besten die Sicht dafür ist? Weil so sehe ich ja wirklich, was gut ist. Ich kann gar keinen Zuckerrohr bauen. Was ist denn das für ein Mist? Ich dachte falsch. Moment, da müssen wir nochmal anders gucken. Das muss eine Plantage, sollte ich bauen. Oh, Entschuldigung, genau, da war das Problem. Wir nehmen jetzt mal Zucker. Und dann sehen wir, wo grün ist, ist besonders gut für Zucker. Wir müssen auch nicht zu weit weg von den Straßen bauen. Wir müssen ja am Anfang ein bisschen aufpassen. Ja, wir weiter einfach die Straße hier hinten. Hier ist auf jeden Fall toll. Legen wir die hier an. Perfekt. Und jetzt machen wir hier Infrastruktur oder sowas. Gibt es das hier? Vorne bestimmt. Straßen, ja, okay, auch gut. So, dann schließen wir die einfach mal hier an. Geht das nicht? Oh, Moment, dann können wir die hier vielleicht anschließen. Genau, perfekt. So, dann ist die Straße fertig. Das muss ja nur noch gebaut werden. Das wäre so gut. Tja, wo ist denn hier El Presidente? Wo lungert er rum? Kurve ist zu scharf, was? Ach, ich will jetzt auch keinen Weg bauen. Erzähl mir doch keinen. Mann, Mann, Mann. Ach, da kann ich nur hier reinklicken und mir den angucken. Okay. Ja, ist gut. Und wo ist der? Kann ich den nicht einfach da hinschicken auch? Das kann man doch sonst beim letzten Mal so machen. Forschung, Familiendynastien, Baumenü. Ach, das ist das. Fürchten Sie mich, aber gehorchen Sie mir. Ja, ich fürchte dich und gehorche dir. Kannst du hier mal beim Bau helfen? Nee, macht er nicht. Das macht er nicht so einfach, ne? Das will er nicht. Gut, dann machen wir einfach den anderen Trick. Dann machen wir mal schnell und dann ist das ja ruckzuck fertig. So hoffe ich. Okay. Machen wir jetzt, bauen wir gerade noch ein neues Gebäude einfach. Ich suche so ein Wohngebäude, aber ich finde gerade keins. Industrie-Wohnungen, da bitte. Ein Luxusvilla oder ein Landhaus? Ich würde sagen, hier Landhaus erstmal, das muss reichen. Die drehen wir dann. Und stellen diese da ran. So, drei Stück sollen erstmal reichen. So. Wie kam es wieder zurück? Wo war die? So, okay. Sollen die das mal bauen? Ja, macht mal schneller. Baut mal schneller. Und die Häuser bitte auch. Könnt ihr jetzt einfach mal schnell bauen. So, das Problem ist, dass die Zeit natürlich schon wieder sehr vorangeschritten ist. Seine königliche Majestät hat mir aufgetragen, Ihnen dieses Anerkennungsschreiben für Ihre Erfolge im Namen des Königreichs zu überreichen. Wir sind gerade ein bisschen pleite. Wir brauchen ein bisschen Geld. Persönliches Geschenk. 5.000 auf Schweizer Nummernkonto. Ne, Staatskassenzuschuss. Das nehmen wir. Gut, ja, danke. Endlich sind wir wieder, haben wir ein bisschen Geld. Die Hochhäuser hier, die Wohnhäuser, die haben uns ein bisschen reingezogen. Das ist natürlich schade, weil die brauchen wir eigentlich. Technischer Fortschritt ist ein Weg zur Autonomie, Gouverneur. Wir brauchen mehr Wissenschaftler, die über wichtige Dinge nachdenken und Neues entdecken. Ja, annehmen. Neue Technischer Bibliothek. Fortschritt ist ein Weg zur Autonomie, Gouverneur. Bauen Sie eine Bibliothek, genau, das wollte ich nochmal nachlesen. Habe ich noch Geld für die Bibliothek? Wahrscheinlich nicht, ne? Wo kann ich das finden? Wahrscheinlich irgendwo wieder. Da nicht. Da auch nicht. Bibliothek wollte sie. Ja. Dann müssen wir erstmal suchen. Casino Carbonet. Carbonet. Carbonetto Nara. Tourismus. Nee, ich finde das nicht. Da haben wir auch schon. Was wollte eine Bibliothek? Eine Hochschule, eine Universität? Was war denn nochmal hier? Ach, Bibliothek, genau. Da. Die stellen wir am besten direkt hier daneben, so. Oder wie bauen wir die hin? Ja, dann würde ich es gerne so hier hinstellen. Immer noch nah am Palast und auch noch hier nah an den. Ist ein Palast eigentlich, aber ist das ja nah an der Stadt überhaupt. Sieht schon ganz gut aus. So.
Haben wir hier noch eine andere Passage angelegt? Ich weiß nicht, was ich dir eigentlich angebaut. Könnte man jetzt gucken. Ich finde es gerade nicht. Irgendwo steht das bestimmt. Irgendwo steht das auch. Aber es ist jetzt auch wurscht. Denn wir sind jetzt in der Zeit angekommen, dass wir hier beenden werden. Unsere Farm hinten ist fertig. Hier die Häuser auch. Es können also ein paar Leute einziehen. Wir sehen uns einfach morgen in der nächsten Folge. Entweder zu diesem Projekt oder zu Tropico 4 oder zu Downstaff. Ihr werdet es sehen. Bis dahin. Tschüss.